Oh. Nackig, nackig, nackig. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump League. Jump League, ja, genau. Wir spielen heute mal 1 gegen 1 mit dem lieben Skulls. Howdy. So, und dann vorne warte ich mal direkt raus. Ja, du kannst abhauen, mit dir möchte keiner spielen. Komm her, der will gegen uns kämpfen. 2, 1, go! Also bei mir kommt hier jetzt besonders aufs Springen an, weil Kev mich PvP-technisch. Ja, zerlegt. Obwohl ich noch nicht mal so krass bin, aber es geht eigentlich. Alter. Ach, weißt du, was unser Fehler ist? Wir nehmen auf, weil wir nicht gerade relativ viel Zeit haben wegen Schule und so, ne? Und genau die ersten Runden kommen immer online, fällt mir gerade mal auf. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Naja, hallo? Das zweite Modul ist schon wieder für mich so mega abfuck. Ach, stört mir jetzt nicht so. Also, muss ja nicht immer gewinnen. So, ja, genau. Ich weiß jetzt, über was wir erzählen können, siehst du? Es gibt eine Sache, die mich persönlich mega aufregt. Oh mein Gott. Und das ist, wo ist denn im zweiten Modul eigentlich die Kiste? Findest du, wenn du einfach weiterspringst? Ist eine Sache. Und zwar, ganz einfach auf den Punkt gebracht. YouTube hat nichts mit unserem Privatleben zu tun. Also im Prinzip schon. Aber wenn wir das nicht selber bekannt geben und selbst wenn wir 1 Million Abonnenten hätten, ja, oder nur 2 Abonnenten, möchte ich, dass mein Privatleben Privatleben bleibt. Wenn wir das halt, sag ich mal, veröffentlichen, ist das unsere Sache dann. Aber dass Leute, die unsere Videos gucken oder, keine Ahnung, aus Langeweile auf unserem Kanal kommen und dann irgendwas kommentieren und Sachen preisgeben, die im Endeffekt wir nicht wollen, das toleriere ich Sorry. Auf jeden Fall nicht. Also das möchten wir aber auch alle nicht. Einfach aus dem Grund, weil das nicht so geht. Es geht einfach so nicht. Nein, also da gibt es auch gar keine Diskussion. Wenn was rauskommt, dann möchten wir das selber preisgeben und nicht, dass irgendwer drunter schreibt, was Phase ist. Erstens mal wusste meine Freundin von nichts, also falls das niemand mitgekriegt hat. Derjenige hat es dann auch selber gelöscht, nachdem ich mich aufgeregt hatte. Selbst die wusste davon nichts. Alter, wo muss man denn hier lang? Dass derjenige was kommentiert hat. Sie weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, wer es war. Aber die Person kennt uns anscheinend beide. Und das ist halt einfach irgendwo eine Privatsache. Es geht doch gar kein was an von euch. Es tut mir leid, dass ich das so sage, aber mit wem ich zusammen bin, wenn ich das jetzt noch nicht möchte, dann möchte ich das auch nicht. Und das möchte ich auch nicht normal sehen, dass irgendwer kommentiert, was uns betrifft. Das ist unser Leben, Alter. Das möchten wir halt noch nicht bekannt geben. Punkt aus Ende. Wenn der es nicht. Ich kann ja jetzt auch nicht wissen, ob das schon irgendwer von euch mitgekriegt hat. Ist ja jetzt nur mal generell gesagt, dass das halt so nicht geht, weil ich habe schon gesagt, für mich persönlich ist das schlimmer als Hate. Irgendwas Privates ist es rauszuhauen. Auch. Es ist einfach unsere Sache, was wir hier jetzt auf YouTube machen, ja. So hart, wie es sich anhört, aber wir machen halt das, was wir möchten. Und natürlich richten wir uns auch ein bisschen nach euch, wenn ihr jetzt sagt, spielt mal das und das Spiel, ne? Och, Kacke. Ich schaff das Modul nicht. Warum auch immer. Aber sowas geht auf jeden Fall überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das finde ich echt unter aller Sau. Es ist mir egal, wer das war, was derjenige davor hatte oder keine Ahnung. Es war anscheinend nicht böse gemeint von denjenigen, aber es interessiert mich dann in dem Punkt nicht. Das wurde auf jeden Fall auch noch dann mit Blockierung der... Ich weiß, jeder kann sich einen neuen Channel Kanal machen, Profil, wie auch immer. Trotzdem werden die Profile permanent geblockt, weil es einfach... Privates, das hat gar kein was anzugehen, nur um das nochmal festzuhalten. Digga, ich schaff das Modul nicht. Nee, das ist echt unmöglich, dieser eine Sprung. Oh, ich weiß aber weißt auch du, was ich mir für Duell wünschen würde, tatsächlich? Was denn?
Wie der bei Tri-Jump, im, wenn du dich equipst, dieses Skip, wenn beide nicht weiterkommen, dass sie es einfach wissen. Das wäre eine coole Idee, ne? Das stimmt. Also play Minity, mach. Oh Mann, Digga, du wirst auf jeden Fall gewinnen. Ich komme in dem. Ich weiß zwar, wie ich den Sprung machen muss. Ich kann kein PvP, Mann. Ich habe aber auch nichts Gutes. Ich habe bis jetzt nur Gold. Ich habe zwar volle Gold, aber mehr auch nicht. Wie soll man denn diesen Sprung machen? Ich weiß nicht. Welchen denn? Welches Modul bist du? Ich bin Modul 4. Ist das das mit von Mario, diese komischen Viecher? Nee, das habe ich schon. Gut, da schaffe ich nämlich den Sprung nicht vorm Dings. Diese Lache, ich liebe sie, ohne Witz, Alter. I'm your biggest fan, I follow you until you love me, Papa, Paparazzi. Als ich bin beim Checkpoint-Sprung runtergefallen. Also Freunde, ich habe auf jeden Fall jetzt ganz okay Equip, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ich werde gewinnen. Ach, siehst du, Kev, gleich mal ein fettes Product Placement. Inwiefern? Gestern einkaufen gewesen. Und du weißt doch noch damals, das grüne Rockstar, das saure. Ja, das hat echt geil geschmeckt, aber das finde ich. Da hattest du doch an der Anfangszeit schon nachmittags keine Chance, das zu kriegen, weil alles ausverkauft war. Ja. Gestern sind wir mal abends einkaufen gefahren und hast du direkt gemerkt, mein schönes blaues Rockstar komplett alle gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Ich trinke ja zurzeit Effekt, weil ich auch das Rockstar-Zeug nicht mehr vertrage. Also das ist für mich, so, ich weiß nicht. Alter, hast du ein Steinschwert? Pinkplayer, Pinkplayer. Vor allem Pinkplayer, sagt er mit seiner schlechten Leitung. Alles klar. Nee. Bin ich hier. Oh! Bombo-Kombo, tut mir leid, komm, Digga. Komm, Brust ausziehen, Brust ausziehen. Komm, ich kann dir auch eine Brust geben. Ich kann dir auch eine Brust. Du hast doch eine Brust. Willst du noch irgendwas anderes haben? An Helm habe ich nicht. Brust ausziehen. Wieso? Ach, ich nackig. Nein, bitte. Komm her, ich zerstöre dich. Du hättest absolut die OP-Chance wegen deinem Scheiß. Oh mein. Oh, ein Hit hat dir gefehlt, Digga, GG. Oh. Also in dem Sinne, GG an Kalle und mich, jetzt ohne Props selbst zu geben. Lasst mal ein fettes Like da, vor allem, weil er auch jetzt wieder mal mit dabei war. Ist halt ein bisschen schwer, dass wir alle zusammenkommen, irgendwo gerade unter der Woche, Schule etc. Und da werden wir dann mal gucken, wie wir das noch weiter so handeln, weil ich finde die Runden mit allen Vieren zusammen halt einfach am besten. Master Builders oder so, das ist viel lustiger als wenn man nur zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Also, in dem Sinne, gönnt euch auch die anderen Videos, werde ich euch natürlich wieder verlinken, auch die dazugehörige Playlist und dann bis zum nächsten Mal. Ach, noch Tschüss.